Bean. Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Okay. Ich setz mich. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur grad dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Du hast doch dasselbe gemacht. Bist zu den Valentinos, hast dich freigespuckt und warst wieder weg. Hey, das ist nicht dasselbe. Nicht? Heywood ist nicht irgendein Palast in Japan. Ich hatte keine Wahl. Und ich hab dafür bezahlt, oder? 3 Kugeln in die Brust. Fühlt sich an, als steckt immer noch eine drin. Stell mich nicht auf eine Stufe mit diesem Hijo de Puta. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Ja. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch nicht gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Wer ist das? Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Ernsthaft? Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Und dankeschön für deine Kohle. Bingo, da kommt was raus. Komm her, Bee. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich
ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Na komm. Was denn hier, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da, jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Okay. Ich weiß es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Fuck, wer kommt da? Oh nein, nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Oh, fuck. Hazushite kure. Arasaka-sama. Mada body check mo owatte imasen. Watashi no musuko da. Sonjite orimasu. Omochi shimashou ka, rei no. Watashi ga yaru. Itte kure. Okay. Knapp. Wenn der uns entdeckt hätte, hat er aber nicht. Kajate! Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Oh, kannst du mal die Fresse halten, bitte? Dankeschön. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somo somo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか？貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えていない。そしてこの会社のことしか。 Warte mal, der Alte ist noch komplett Mensch, so wie es ausschaut. Das Glas bricht gleich. Okay.
Ja, wenn du nicht deine Schnauze hältst, dann sind wir wirklich so gut wie tot. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. そうだ。何の話です？竹村、お前の仕事は何だ？何の話です？単純な質問だ。答えろ。 荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。必ず期待に沿いますゆえ。 Alle Kameras und so weiter wurden eingeschaltet. Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Wie? Nachdenken kannst du später. Wir müssen hier weg. Vamonos! Ja. Mark, du musst uns hier rausholen. Sofort! Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Fenster, los! Saburo Scheiß Arasaka ist tot. Das überhaupt auszusprechen. Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nicht jetzt! Die haben mich nicht. Fuck! Oh, Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Okay. Du schaffst das, Jackie. Nicht runtersehen. Okay. Das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Aber die haben uns gesehen. Spring! Aua, das tut enorm weh. Aua! Oh, Scheiße! Ja, das war knapp! Der Relic! Madres! Oh, das ist nicht gut! Jackie, du blutest! Das hat Zeit! Sieh nach dem Relic! Druckabfall im Behälter, Biochip-Integrität bei 94% und sinkt weiter, Carajo. Oh. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Oh, oh, oh. Konpeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon redest du? Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. El nombre del padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Achtung. Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Over and out. Und folgen Sie die Anweisungen des Personals. Zeit für Sarkasmus, Karnal. Wir sollten schön leise kalt machen. Sonderkommando? Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Leise. Sonst entdecken die uns. Okay. Flankenangriff! Zu Befehl! Du Schnarchlade! Stell aufrücken! Flankiere! Das Ziel versteckt sich! Renn in den Kopf! Nähere mich dem Ziel! Ui, 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 ui. Achtung! Ich weiß noch nicht, wo ich hinrenne, aber ich hoffe, ich renne richtig. Das ist mein Aus, das ist mein Ende, das ist mein Ende, das ist mein Ende, das ist mein Ende. Das war mein Ende. Okay, dann probieren wir uns jetzt mal vorbei. Zu schleichen? Neutralisiert ihn! Haben uns gesehen! Das funktioniert wohl ja nicht so mit Vorbeischleichen, ne? Schau, was der kommt! Treffer bestätigt! Es ist wohl gewollt, dass ich da durchrush. Ich schieß dich in Stücke! Aufzug deaktiviert. Umzingelt ihn! Wir müssen uns Kadaverte! Sie muss eine Zugangskarte haben. Worauf wartest du? Ich hab keine Waffen, verdammt. Den musst du erledigen. Splitter mit Sicherheitsfreigabe. Erst in Deckung! Okay. Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute... Ausgerechnet heute ist eine
Scheiß Komödie, oder? Findest du das hier lustig? Ja, schon. Deine Leber ist vielleicht hin. Frage der Zeit. Chill, wie. Wir überleben das. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als das zu überleben, wa? Wieso? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht an mir aus. Kannst nicht ändern. Okay, wir sind in der Lobby. Laut Navi sind wir immer noch im Kampf. Eins C 55 1C. Hallo, von wo? Ziel versteckt dich! Schieß! Muss mal kurz meine Mails checken. Dankeschön. Erreiche den Aufzug zur Garage, der ist da hinten. Okay. Da ich immer noch keine Waffen habe, sprint ich da einfach durch. Dann enttäuschen wir sie nicht. Ja komm, putt. Ja komm. Hallo. Konzentrieren, da los! Hallo? Fahrgebende, dankeschön. Ich hab einen Leck. Ich empfehle dringend Zeit bei der Schlacht. Delamain, drück drauf! Willkommen zurück. Mit Delamain vergessen Sie nicht. Ich kann bloß für Hagels gleich sorgen. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So eine Scheiße! Delamain! Aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade voraus. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Warum? Geben Sie nicht einfach auf! Die haben aber echt an alles gedacht, ne? Außerdem wieder ein Game seit langem wieder, wo ich mich selbst kaum noch höre. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper, Doc. Los! Tut mir leid. Das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan. Tu, was ich dir sage. Schon gut. Wie?
Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Hörst du, Jack? Du wirst reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jackie, wir werden reich. Du und ich. Der Biochip. Nimm du ihn. Für mich. Er ist nicht mehr unter uns. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Oh. Rick Vectors Klinik? Oder nach Hause zu seiner Familie? Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich den hingeschickt habe, aber auf jeden Fall nicht zu seiner Familie. Okay. Öffnen. Öffnen. Lass mich rein. Er wartet. WNS. N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Wir wenden uns nun erneut dem Thema der Woche zu. Ja, er ist im Auto. Tot. Des Megakonzerts Arasaka. Das langjährige Oberhaupt der Arasaka Corporation. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst! Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal, nehmen das Geld und tauchen unter. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addies, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los.
Dankeschön. Ich bin's. Ja, das gebuchte Shuttle. Heute. Nein, ich kann nicht warten. Na, wie sehe ich aus? Ach, das geht ja nur. Warum will der den Spiegel einschlagen? Nein, der arme Spiegel. Der hat ihm nichts getan. Alles klar. Au! Au! Warum sollte ich mich gerade frisch machen, wenn mir gerade die Nase eingetreten wird? Zu riskant, wie. Weißt du noch unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ich bring dich um. Vielleicht aufgehen können andere. Ernsthaft? Cyberpunk 2077. Okay, wer bin ich? Aber das klären wir in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.